Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Tank Paladin und da war ich jetzt auch in der Lage, die Challenge einmal zu absolvieren. Ich will euch einmal zeigen, mit welchem Gear ich gespielt habe, Verzauberungen, wir wollen die Consumables ein bisschen angucken und dann natürlich das Gear und dann schauen wir am Schluss noch in die Challenge an sich rein. Ich erkläre euch ein bisschen die Fähigkeiten und den Ablauf an sich. Als allererstes, wie fast in jeder Challenge, habe ich jetzt schon in einigen Challenge-Videos erklärt, ich habe größtenteils hier mit dem Crafted Gear aus Mist of Pandaria gespielt. Hergestellte Items heißen die immer. Könnt ihr euch herstellen, wenn ihr einen Schmied habt, Mist of Pandaria Rezepte oder ihr kauft euch die Dinger im Auktionshaus. Ich habe mir an den Teilen, wo man Shadowlands-Verzauberungen hat, die Item-Level 54er Teile hergestellt, denn Shadowlands-Verzauberungen kann man auf alles drauf verzaubern. Und die anderen alten Verzauberungen, also Classic, Burning Crusade bis in einschließlich BFA, kann man halt nur maximal auf Item Level 50 drauf verzaubern. Und dementsprechend habe ich mir dann hier die 48er Items hergestellt. Man kann da einfach switchen mit mal des Handwerkers heißt es, da gibt es mal 4, das erhöht es auf 48 und mal 5 auf 54. Man wird ja eh auf Mage Tower runtergescaled auf Stufe 50. Die 48er werden nicht hochgescaled, aber ihr verliert nur 2 Item-Level, dafür habt ihr eine Verzauberung drauf. Ist eigentlich tatsächlich das schon wert, dass man so rum macht. Dann habe ich einmal den Hals, das Herz von den Azeroth genommen, hat einfach 3 Sekundärstats. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch einen Juwel-Hals aus Shadowlands holen, einen blauen. Davon habe ich nämlich auch die Ringe geholt, die haben nämlich auch nochmal einen extra Sockel drauf, kann man sich auch so ein bisschen die Stats aussuchen. Dann habe ich noch einfach aus einem Dungeon hier ein Handgelenk mit einem Sockel. Es gibt auch ein Handgelenk mit einem Sockel aus der Ordenshalle, vom Ordenshallenhändler. Das könnt ihr theoretisch auch nehmen. Und dann einmal zu den Trinkets. Ich habe hier einmal ein Trinket genommen, den Geistereisendrachling. Den kann Inji herstellen. Und da haben wir dann einmal noch Möglichkeiten, so Zahnrädersockel drauf zu basteln. Die kann auch der Inji herstellen. Beides könnt ihr im Auktionshaus kaufen. Ich habe hier einfach Tempo und Versa rein verzettet. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht mehr nachgeguckt, was der Pala für Stats braucht. Ich vermute, du brauchst als Tank auch Versa, aber ich habe einfach mein Vergelter-Gear ehrlich gesagt angelassen, habe nur 3 Tries gebraucht, also die Challenge ist relativ einfach. Dann als zweites Trinket habe ich hier den Gornzahn-Kriegshorn angelegt. Da macht man 10% mehr Schaden gegen Dämonen, wenn es prockt. In der Challenge sind es hauptsächlich Dämonen, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr das nicht kriegt, könnt ihr auch die Samenkapsel von Nitendra aus dem Smaragdgrünen Albtraum euch holen. Die ist sehr gut in der Challenge. In jeder jedem Schwierigkeitsgrad könnt ihr euch die holen und Bonus-Rollen geht da natürlich auch. Dann zu den Sockeln und Verzauberungen. Auf dem Kopf gibt es keine VZ. Hier habe ich 3 Stärke und 3% mehr Crit als Metasockel drauf. Dann habe ich 7 Mainstat hier mit dem Leviat-Auge mir draufgehauen. Das geht nur einmal im Gear. Dann auf die Schultern können wir eine VZ draufhauen mit 5 Stärke und 2 Crit. Dann Primärstats auf den Rücken habe ich mir drauf verzaubert. Dann Primärstats auf der Brust 30, das ist eine Shadowlands-Verzauberung. Dann 5 Stärke auf den Handgelenken, das ist auch wieder ein einzigartig anlegbarer Sockel, das Krakenauge. Hier ist zu beachten, das könnt ihr nur auf 50er Items oder höher drauf machen, so wie dem hier. Deswegen habe ich es auf den beiden, die höher sind, einfach drauf gebastelt. Übrigens, falls ihr jetzt fragt, wie diese ganzen Verzauberungen heißen, ich habe schon ein Video gemacht, für Consumables, VZs und alles. Da zeige ich das nochmal ausführlicher, aber jetzt hier, sonst wird der Guide einfach zu lang. Dann haben wir 15 Stärke auf den Händen. Das ist auch eine Shadowlands-Verzauberung. Dann auf dem Gürtel habe ich mir einen zusätzlichen Sockelslot draufgehauen, deswegen auch 48, weil über 50 kann man diesen zusätzlichen Sockel nicht drauf machen. Dann auf der Hose 6 Stärke, 3 Crit und dann 4 Angriffskraft auf den Schuhen und dann einmal Versa auf den Ringen verzaubert. Zusätzlich habe ich halt hier immer 3 Stärke-Sockel drin und auf den Sachen, die über 50 sind oder auf 50 genau, habe ich 7 Versa rein gesockelt. Das sind epische Sockel, die gehen aber auch nur auf 50 plus. Schild habe ich nichts verzaubert und auf der Waffe habe ich das Kreuzfahrer draufgehauen. Das wieder mit dem kleinen Trick auf den Level 1 Twink schicken, die Account-Waffe, Kreuzfahrer kaufen, hinschicken,
drauf verzaubern, Waffe zurückschicken, dann habt ihr auch auf einer höher leveligen Waffe Kreuzfahrer, sonst geht das nämlich leider nicht. Wir können auch mal gucken, was es diesmal an Heilung verursacht hat. Und zwar, heilige Stärke ist das Kreuzfahrerdrang. Immerhin 30% von meiner Heilung ist einfach nur über den Kreuzfahrerbrock. Nebenzu bringt er auch noch ein bisschen Stärke. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zu den Talenten. Ich habe einmal gespielt mit Gesegneter Hammer, Richturteil des Kreuzfahrers, Faust der Gerechtigkeit, Unbeugsamer Geist, Seraphim, Geweihter Boden, Beschützer der Rechtschaffenheit. Und zu den Consumables, einmal haben wir gespielt mit großen Fläschchen des Tiefensogs aus BFA, dann verdunkelter Wettstein, dann habe ich einmal mit dem Shadowlands Versafood gespielt, mit der Verstärkungsrune, einmal mit Trommeln, egal welche, die könnt ihr alle einsetzen, ob Wut oder wie auch immer die anderen heißen. Und dann habe ich einmal gespielt mit Trank der ungezügelten Wut. Zusätzlich wird es noch eine Kriegsrolle der Stärke, heißt die, glaube ich. Auf jeden Fall Kriegsrollen heißen die. Die könnt ihr euch auch noch holen aus dem AHA oder selber herstellen über einen Inschriftenkunde. Bringen nochmal 3% Stats. Kriegsrolle, da haben wir sie. Sind aber relativ teuer und die habe ich mir ehrlich gesagt gespart. Oder nee, 3% Angriffskraft kriegt ihr. Kann man machen, wenn ihr struggelt, ist es eine sinnige Geschichte, würde ich mal behaupten. Gut, dann solltet ihr natürlich eigentlich noch eine Aura ziehen. Und ich habe die Aura, glaube ich, vergessen. Ha. Ja gut, ich spiele nicht so oft Paladin. Aber Aura sollte man normalerweise auch noch buffen, sehe ich gerade. Die habe ich im Kill nicht drauf gehabt. Ja, egal. Ging auch ohne Aura, Leute. Aber Aura macht auf jeden Fall Sinn, vorher noch zu ziehen. Gut, dann schauen wir mal in meinen Kill rein. Ich habe da nämlich auch noch mal ein bisschen geswitcht gehabt. Wichtig zu wissen ist, ihr habt prinzipiell hier zwei Gegner, die ihr bekämpft. Erstmal diesen Inquisitor und am Ende kommt Krul runter. Ihr müsst erstmal den Inquisitor töten und dann kommt Krul. Ihr wollt am Anfang kein HT ziehen und im Optimalfall auch kein Pot, denn ihr habt den wahrscheinlich in unter 5 Minuten down und dann könnt ihr nicht nochmal potten. Also die CD ist für die zweite Phase aufsparen. So, was haben wir jetzt hier an Fähigkeiten? Das erste, was ihr seht, sind diese Ads, die spawnen. Das sind so Netherschrecken und diese Netherschrecken laufen zu wählen und wollen den attacken. Die solltet ihr möglichst schnell töten. Die fangen dann auch an, so einen Cast zu casten, der relativ viel AE-Damage macht. Die müssen schnell weg. Ihr könnt die unterbrechen, indem ihr in diese Orbs da hinten reinlauft. Die wählen alle paar Sekunden spawnt. Und zwar ist es so, dass diese Orbs alle Mobs hier CC'en einmal. Also die werden dann kurz desorientiert. Die kriegen relativ gut Schaden und die heilen euch komplett voll. Und die heilen auch Velen und den Demon Hunter noch komplett voll, der dann in der zweiten Phase auch dazukommt. Wenn es geht, wenn ihr die Ads schnell töten könnt, dann spart euch die Orbs ein bisschen auf. Die bleiben ein bisschen da, also bis zu 3 könnt ihr euch eigentlich stacken und dementsprechend die so ein bisschen aufheben für die letzte Phase. Ihr seht, ich laufe hier rein, die werden alle einmal interrupted, sind desorientiert und dann könnt ihr die einfach schnell wegmachen. Ja? Das soweit zu den Netherschrecken. Dann zum Boss, ihr seht, er castet hier so einen Life Drain. Das zieht einfach euch oder Wähler ein bisschen Leben ab und heilt ihn ziemlich schnell wieder hoch. Das muss auf jeden Fall interrupted werden. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt mit einem normalen Interrupt die interrupten. Ihr könnt mit dem Schild des Rächers die interrupten. Oder ihr haut einen Hammer drauf. Ja? Wenn ihr außerhalb von dem Kreis steht, haut einen Hammer drauf. Warum steht ihr außerhalb von dem Kreis eventuell? Und zwar der Kreis, immer wenn ihr da drin steht, kriegt ihr einen Stack hoch. Ja? Und dieser Stack macht jetzt keinen Schaden, aber er verursacht, dass ihr mit jedem Stack 10% weniger Life habt. Und wenn ihr mal 5-6 Stacks habt, dann habt ihr die Problematik, dass ihr dann vielleicht nur noch 50 oder 40% Life habt und dann wird's eklig. Also ihr solltet immer reingehen, ein paar Stacks holen und wieder rausgehen. Vielleicht so maximal 5 Stacks, alles drüber wird schon eklig, ja. Also da ein bisschen gucken. Dann haben wir hier noch ein paar mehr Ads, ja. Wir haben einmal diese Augen. Die Augen visieren euch an, machen keinen Schaden, aber wenn der Cast durch ist und ihr sie nicht anblickt, kicken sie euch runter. Die kann man one-shotten als Paler sehr einfach, muss ich sagen. Einfach hier einmal Range-Spell drauf, die sind instant tot. Ja? Easy. Mit anderen Klassen ist es wesentlich ekliger. Mit dem Guardian, wo ich das am Anfang gemacht habe, mit Mondfeuer eine eklige Angelegenheit. Dann haben wir noch die Höllenbestien. Diese Höllenbestien, die pulsieren ein bisschen AE um sich rum, macht schon ein bisschen Damage und töten sich da selber mit. Also ihr müsst die nicht aktiv töten, die killen sich selber. Aber was sie machen, ist diese
Fläche nach vorne und die macht ein bisschen Schaden und die knockt euch zurück. Wenn ihr von der Plattform fliegt, ist vorbei. Beim Paladin habt ihr keinen Charge, ihr habt keine Flügel wie andere Tankklassen, also ihr werdet einfach runtergekickt. Das Einzige, was ihr drücken könnt, ist der Goblin-Gleiter. Den solltet ihr euch binden. Falls ihr runtergeschmissen werdet, rettet euch der. Also das ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Und sonst haben wir eigentlich nur noch dieses Gedankenwunden-Dings vom Boss, der castet das. Ist relativ egal, macht nur ein bisschen Damage. Wenn ihr natürlich ewig viele Stacks habt, und ihr nur noch 20-30% Leben habt, dann haut das auch raus, aber ein Paladin kann man sich relativ gut gegenheilen. Wir wollen jetzt halt schauen, dass wir ein paar Kugeln offen haben, keine Ads am Start haben, also diese Netherschrecken nicht am Start haben und dann den Boss töten, in Phase bringen. Wenn gerade außen diese Portale spawnen und der Netherschrecken kommt, schlechte Idee, dass, dann habt ihr die Ads gerade da, ihr wollt einen cleanen Übergang haben. So, jetzt stoppen wir mal kurz. Ihr seht, der Boss castet eine Fähigkeit, die heißt Vernichten. Diese Fähigkeit ist elementar in der letzten Phase. Und zwar, jedes Mal, wenn Vernichten gecastet wird, kriegt ihr massiv Damage. Ihr seht, ich war voll, bin auf 40% runter, 44, und habe einen Debuff drauf. Mit jedem Stack von dem Debuff kriege ich 110% mehr Schaden von ihm. Ja? Also wird es ein Soft-Enrage, ist das kleine Soft-Enrage. Er macht halt immer mehr Damage mit seinem Vernichten und irgendwann schottet er euch weg. Da müsst ihr ein bisschen CDs rotieren. Heißt, wir müssen da ein bisschen schauen. Übrigens, hier haben wir den nächsten Cast, dieser lila Spell, den er castet, den könnt ihr interrupten und den müsst ihr interrupten. Wenn ihr den nicht interruptet, habt ihr die folgende Problematik. Er haut euch einen Debuff raus und mit jedem Melee-Hit, wo er euch hittet, heilt er sich um 5% Leben hoch. Wenn das Ding durchkommt, könnt ihr runterspringen, ist RIP, das holt ihr nicht mehr raus, das ist einfach vorbei. Weiterhin habt ihr die Höllenbestien aus der ersten Phase. Umso länger ihr in der ersten Phase braucht, umso mehr von den Höllenbestien kommen und die beleben sich dann immer wieder, diese Höllenbestien, ja? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Seht ihr, jetzt wurde ich runtergekickt, Goblin-Gleiter benutzt, bin wieder drauf. Also einmal könnt ihr es verkacken und mich hat das tatsächlich auch gerettet. Was ihr dann noch habt, sind diese Linien, über die könnt ihr drüber springen, die tun euch ein bisschen wegkicken, machen ein bisschen Schaden, ihr könnt aber drüber springen, ja? Und jetzt seht ihr, ich habe mir ein paar Orbs gespart in der letzten Phase, kann ich so schön desorientieren, die ganzen Typen kriegen ein bisschen Damage und die casten damit auch nichts. Ihr könnt auch das Vernichten, wie ihr seht, damit unterbrechen. Sobald er aus seinem Desorientieren wieder rauskommt, castet er es aber direkt nochmal, ja? Also ihr könnt es nur einen Ticken delayen, ihr könnt es nicht komplett damit interrupten. Das Problem, was ich jetzt hier am Ende hatte, ich wollte eigentlich beim ersten Vernichten-Cast meinen ersten CD ziehen, beim ersten vernichten Cast einfach nur meine Active Mitigation, beim zweiten die zweite die Active Mitigation plus den zweiten oder den ersten Death CD und beim dritten den nächsten Death CD und dann bubbeln. Das Problem war, ich wurde da hinten runtergekickt, habe einen Haufen Schaden gleichzeitig gefressen und dann habe ich aus Panic alle Death CDs auf einmal gedrückt, dass ich nicht sterbe und dann hatte ich nichts mehr. Deswegen musste ich jetzt am Ende ein bisschen interrupten. Die Bubble die Bubble habe ich da auch, glaube ich, gezogen. Ja, also ich hatte nichts mehr. Man macht aber mit dem Pala so viel Damage, dass man einfach innerhalb von 3 Casts killen kann. Ihr könnt theoretisch mit der Bob euch auch nochmal retten, weil das ist, denke ich mal, Melee-Schaden müsste das sein. Und dementsprechend habt ihr die Bubble, die Bob habt ihr. Wir haben 2 Death-CDs, die dann auch wieder ready waren. Also mit dem Pala habt ihr ultimatives Toolkit, gegen das auszuhalten. Aber ihr habt gesehen, selbst wenn man den nicht als Main spielt, man macht da so viel Schaden, dass du den Boss wegratzt, bevor das wirklich zum Tragen kommt. Selbst wenn man da tatsächlich fehlt. Also solange ihr euch HT aufspart, ihr euch den Pot aufspart, geht es easy aus. Man kann ihn wahrscheinlich schon im zweiten Hit killen, ne? Oder während dem zweiten Hit wegratzen, wenn man dann noch ein bisschen besser das spielt und nicht so ganz gimmick wie ich. Genau, das war es eigentlich soweit mit den Fähigkeiten. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht nochmal auf die Rotation eingehen. Also beim ersten Vernichten wollte ich das Schild des Rächers ziehen, beim zweiten Vernichten das Schild des Rächers plus meinen unermüdlichen Verteidiger, beim dritten Schild des Rächers plus den Wächter der uralten Könige und dann beim vierten, falls es soweit kommt, die Bubble und dann halt wieder Schild des Rächers und unermüdliche Verteidiger und irgendwie gucken, ob man den fünften dann noch überlebt. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch die Bob ziehen, die habe ich mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht rausgezogen. Das wird wahrscheinlich sogar auch noch gehen, dass man vielleicht das ein bisschen anders rotiert. Könnt ihr euch selber so auch ein bisschen gucken, je nachdem wie viel Schaden habt, wie viel Death-CDs ihr rotieren müsst. Wie gesagt, 3 haben bei mir aber ausgereicht, ne? Also selbst mit CDs verkacken ging das gut aus. Okay, damit sind wir dann am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.